Willkommen zurück und ein herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Part-Out-Party-Video. Ich hätte niemals gedacht, dass das hier so ausartet. Wir haben insgesamt, wie viel sind das? 22 Sets mit dabei. Das sind 12 mal das 501st Battle Pack oder Clone Trooper Battle Pack, wenn man es so nennen darf. Und 10 mal das Ultra Catty and Warrior Lucy Pack. Haben wir alles mit dabei. Insgesamt ganz, ganz viele Teile, die in den Store wandern werden. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Sortieren an und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß. So, und da haben wir das Zwischenergebnis. Hier sind alle Steine aus insgesamt 12 Battle Packs einmal komplett sortiert. Hier drüben haben wir den wunderbaren Anblick von ganz, ganz vielen Clone Troopern oder 501st Clone Troopern. Ganz, ganz wunderbar. Und ihr seht schon, das Ganze hat sehr, sehr viel Zeit beansprucht bis jetzt schon und wird auch noch mehr beanspruchen. Das heißt, diese werten Ladies und Gentlemans hier, das Lego Movie Set wird dann auf das nächste Mal, auf die nächste Part-Out-Party warten müssen. Es tut mir sehr leid, aber das schaffe ich einfach nicht mehr zeitlich, alleine bis das Video hier rauskommt. Das heißt, da wird dann die Part-Out Party 3 sich komplett um dieses Set drehen. So, diese Steine sollen natürlich hier in der Wand landen. Zwischendurch sind auch wieder ein paar Bestellungen reingekommen, so zwei, drei, die mir die Wand wieder ein bisschen komplett durcheinander gebracht haben. Das wird nicht lange dauern, das hier wieder auszurichten, dass hier die Boxen wieder leer sind, beziehungsweise dann halt gefüllt. Und ja, deswegen, das mache ich hier gleich mal eben als erstes. Mein PC steht schon dort. Und eine Sache wollte ich noch erwähnen, nämlich die Anleitungen. Ich weiß nicht, wie viele von euch das gemerkt haben. Bei mir sind keine Anleitungen gelistet. Egal, was für ein Set ich ausparte, die Anleitungen verkaufe ich nicht, weil die kauft sowieso keiner. Und wenn doch, dann kann man sie so schlecht verpacken. Also auch gerade in so Luftpolsterumschlägen oder so, dann das geht einfach nicht. Und das sind halt ein paar Cent, die mir hier verloren gehen. Das macht mir nichts. Also ich lege mir die hin, ich behalte die alle. Die sind da unten alle in dieser Box mit drin, also in dieser Instructions Inside Box. Dann packe ich die damit hin, lasse die alle liegen. Vielleicht will die in 2-3 Jahren mal irgendwer haben, was weiß ich, weil er die Sets wieder zusammensetzen möchte. Und bis dahin bleiben die bei mir, keine Ahnung. Ich habe alle Instructions bisher auch behalten. So, die liegen hier oben drauf. Und ich würde sagen, ich beginne jetzt einfach mal zumindest mit den leeren Fächern, die dann einmal komplett hier wieder rauszuholen, wie ich das letzte Mal auch gemacht habe. Und dann können wir uns an alles machen, was sich dann hier hinten befindet und diese Steine mal in der Wand unterbringen. So, das nächste, was jetzt passiert ist, ich lade als erstes einmal die Teile hoch in meinen Bricklink Store. Und was ich hier vorher einmal mache, und das mache ich heute ganz besonders, das ist ganz besonders wichtig, ich gehe auf Edit Store und dann wird mir quasi meine Settings angezeigt und ich möchte meinen Store für diese Zeit einmal schließen. Das zeige ich euch jetzt, weil das ist wichtig, gerade wenn ihr, ganz viele Teile mal einpflegt, und das mache ich jetzt auf jeden Fall. Da gehe ich hier auf Management bei Store und dort könnt ihr auf Store Status und Closed gehen. Da müsst ihr noch einen Reason, also einen Grund aussuchen für
für euer Schließen und dann kannst du hier auf I am working on my inventory klicken. Dann ist das ganz, ganz einfach. Einfach nur, dass du an deinem Inventar arbeitest. Klickst auf Preview, muss nicht sein, aber dann so sieht das Ganze aus. Und dann hier unten auf Save Changes. Und dann ist der Store closed. Dieser Store, also mein Store, ist jetzt für ein paar Minuten down. Wie man das hier sehen kann, auf meinem Store wird dann angezeigt hier, der Store ist momentan geschlossen. Und jetzt kann ich machen, was ich möchte. Dann kann ich jetzt an meinem Inventar arbeiten, ohne dass mir jemand gleich die ganzen Sachen wegkauft. Ich gehe jetzt wieder auf die Set Nummer 75280. Das sind wieder die 501st Legion Clone Troopers. Da kann ich wieder auf Part-Out gehen. Und das Ganze noch einmal machen. Hier haben wir jetzt eine Anzahl von 12, die neu dazukommen. Hier haben wir wieder New Last 6 Month Sales Average. Das ist alles eigentlich relativ unwichtig, weil wir haben ja dieses Consolidate angeklickt. Und bei diesem Consolidate, da sieht man ja schon, da wird alles übernommen, was irgendwie so da war. Also der Preis, der Bulk Amount, Sale, die Remarks, alles Mögliche wird definitiv übernommen. Und deswegen müssen wir uns da eigentlich keine Gedanken machen, weil ich habe das ja erst vor 2 Tagen hier neu hochgeladen. Es mag sein, dass ein oder zwei Teile jetzt schon weg sind, aber der Rest ist noch da. Und deswegen gehen wir jetzt auf Submit for Edit und da haben wir alle Teile mit drin. Dieses hier zum Beispiel, die beiden sind schon weg. Die sind schon in der Zeit verkauft worden, aber der Rest ist halt noch da. Und da sind auch alle Preise noch mit drin und etc. etc. Hier gehen wir einmal komplett runter. Ich gehe jetzt einfach mal auf Verify Items und dann können wir ganz unten noch einmal schauen. Jetzt lädt das alle Teile zusammen, alle Preise etc., damit das auch gesichert ist. Und dann haben wir unser Endergebnis. Dieses Endergebnis lautet 726,84 Euro werden da rauskommen, falls alle dieser 3348 Steine jemals alle verkauft werden. Und sonst gehe ich jetzt als letztes auf Upload Item oder Items und dann wird das Ganze tatsächlich in meinem Inventar angezeigt oder eingefügt. Und jetzt gehe ich auf Inventory, da waren wir ja auch schon. Und dann auf nicht Keyword, sondern hier unten Parts from Set. Und da gehe ich wieder auf die 75280 und da werden mir jetzt alle Teile angezeigt, wie wir das gestern ja auch schon hatten. Und dort zeigt er mir dann auch an, ob dieses Teil schon ausverkauft ist oder ob es das noch in meiner Collection gibt. Alle diese Teile sind bis jetzt schon weg und hier fangen wir an mit den Boxen. Also diese ganzen Boxen, die sind noch gespeichert von meinem ersten Mal, als ich das Set hier reingetan habe und die kann ich jetzt einfach raussuchen und die Teile dort mit in die Boxen füllen. Und das mache ich jetzt einfach mal und erstelle dann auch gleich für die Sachen, die jetzt schon ausverkauft sind, dann gleich neue Boxen. So, ihr lieben Leute, ich habe keine Lust mehr. Ich habe jetzt ein paar Stunden lang sortiert und auch ein paar Stunden jetzt schon hier, oder beziehungsweise ungefähr eine Stunde hier das dann eingepflegt, beziehungsweise, ja gut, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr. Und ich bin fertig, meine Nerven sind am Ende, nicht meine Nerven, aber zumindest mein Körper ist am Ende. Ich brauche ein bisschen Ruhe und ich setze mich jetzt ganz gemütlich hin mit Netflix und guck irgendwas Schönes. Und das hier mache ich morgen irgendwann weiter. Das war's hier mit diesem Video. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt etc. oder mir irgendwas mitteilen wollt zu dieser Art von Videos, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann antworte ich da auch gerne drauf oder schau mir das auf jeden Fall gerne an. Und ansonsten, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.